Hallo liebe Leute auf dem Zweitkanal, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir spielen Ark Ascended Comes Alive oder wie auch immer das Ganze heißt. Und wir sind hier gerade sehr hart am Verhungern und ich habe gerade sehr viel Chitin geholt von ein paar Käfern. Und wir haben heute hier einiges vor, aber erstmal Leute, wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da für diese Modded-Serie hier auf dem Zweitkanal. Das wäre super, super süß von euch, dann würdet ihr den Kanal ein bisschen mit wiederbeleben. Das wäre echt cool und ich brauche unbedingt was zu essen. So, wir müssen auch einen Mörser herstellen. Oh, hatte ich den schon hergestellt? Ich glaube noch nicht. Um jetzt ein bisschen Smetty-Paste machen zu können, um dann die Werkbank machen zu können. Und warum ist Cosmetics jetzt hier? Bin ich gerade verwirrt? Vielleicht bin ich ein bisschen verwirrt. So, wir brauchen nämlich erstmal Mortar. Das Ding hier brauchen wir. Und dann können wir damit Smetty-Paste herstellen, damit eine Werkbank herstellen, damit dann Petri-Seil herstellen. Und dann hoffentlich mit dem Petri ein bisschen um die Map flitzen. Weil das wäre sehr, sehr cool. Wo gehe ich denn drauf? Ich muss ja hier drauf. Upsi. Steine. Haben wir Steine? Wir haben Steine. Zack. Semantic Paste wird gecraftet. Werkbank ist also auch bald dran. Ich hoffe nur, dass der Seil nicht allzu teuer ist, weil das wäre ein großer Reinfall. Und dann können wir gleich auf Reise gehen und da freue ich mich schon heftig drauf. Und ich glaube, ich gehe vorher nochmal richtig viele Beeren sammeln mit unseren Morella-Tops. Dafür müssen wir aber einige Sachen machen können. Ey, was ist das mit Cosmetics hier oben? Ich gehe ständig jetzt bei die Cosmetics rein. Oh nein. Das war vorher nicht so, oder? War sie vorher andersrum? Ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr, sehr, sehr verwirrt und werde da immer wieder draufklicken wahrscheinlich. Wir gehen erstmal richtig dick Bären farmen, damit wir mehr Pfeile machen können, damit wir dann hoffentlich vielleicht unterwegs coole Sachen sehen, die wir mitnehmen können. Ich mache auch noch ein paar Bolas, wir bereiten uns so ein bisschen vor, weil ein guter Petri wird zum Beispiel auch was, unserer ist ja richtig arschig und vielleicht so allgemein irgendwelche coolen Sachen. Oh, das war der Rechtsklick bei Morella Tops. Ey, ich benutze den einfach nie. Ohne Witz, ihr wisst nicht, weil ich das letzte Mal so ein Ding benutzt habe bei Scorch Earth, wo es rausgekommen ist gerade. 1188 Darko-Bären und ich drücke wieder auf das Falsche. Da, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas wurde hier vertauscht. Warum wurde das so gemacht? Sag mir das bitte. Jetzt muss ich erstmal ein Video gucken und mir angucken, wie das vorher war, weil ich drücke jedes Mal aufs Falsche. Das ist ja ganz, 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 ganz schlimm. Ich hoffe, wir haben schon genug Sympathy Pace. Haben wir einmal Workbench wieder aufs Falsche geklickt. Perfekt. Workbench, da, das Ding hier. Und dann gucken wir da mal rein, was so ein Petri-Seil kostet, weil der könnte ja schon wieder richtig, richtig teuer werden. Ich habe jetzt schon Angst. Ey, wie cool sieht der Tisch denn aus? Der Tisch sieht halt richtig nice aus. Petri-Sattel, Speed-Raptor, Speed-Petri. Dafür brauchen wir Speed-Kristalle und Speed-Hide. Oh, nö. Das ist halt gar nicht gut. Ich glaube, wir müssen Speed töten. Vielleicht sogar zwei, Leute. Okay, ich habe jetzt gerade ein altes Video reingeguckt und tatsächlich ist es echt so, dass Crafting und Cosmetics genau andersrum war. Ich weiß jetzt nicht, warum die das gedreht haben. Ich weiß auch nicht, ob man das zurückdrehen kann, weil das hier ist ganz schlimm. Ich hasse es jetzt schon. Okay, wir gehen jetzt auf die Jagd nach Speed-Dinos. Ich habe mich vorbereitet. Chitin-Armor ist an. Okay, Chitin ist jetzt nicht so crazy, aber ich habe kein Metall. Also muss das jetzt erstmal reichen. Und wir gucken jetzt mal. Ich glaube, ich google einfach dem komischen Ding hier einmal. Zack, zack, zack. Speed. Kann man das so nachgucken? Ja, kann man. Alus würde ich nicht unbedingt machen wollen. Raptor klingt okay. Raptor könnte ich bestimmt umhauen. Und die sind gar nicht so weit weg und zwei Stück nebeneinander. Die sind wahrscheinlich ultra, ultra schnell. Aber ich habe 14 Bolas. Die kriegen dann einfach eine Bola an den Kopf. Ich hoffe, dass man die bolern kann. Und dann schießen wir da ein, zwei Pfeile rein. Also hoffe ich zumindest. Und dann haben wir vielleicht diese Kristalle, die wir brauchen. Und das halt, was wir brauchen. Da können wir fliegen. Ey, ich hatte mir das viel leichter vorgestellt. Ich dachte, ich hole extra schon Chitin vorher. Damit ich dann Cementing Paste machen kann. Das alles schnell mit euch machen kann. Und wir direkt losfliegen können. Ja, so viel dazu. Ist ein bisschen in die Hose gegangen. Man kann halt nicht alles haben. So, dann hoffe ich einfach, dass wir hier jetzt... Was war das? Das war einfach nur ein Stein. Der Stein sah so komisch aus. Ich hoffe, dass der Rex uns nicht sieht, weil wir undercover unterwegs sind. Und ich hoffe, dass die Raptoren mich nicht zu schnell töten. Tun sie nicht. Okay. Du kannst mich bitte, bitte, normaler Raptor, bitte. Ey, hey, 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 hey. So, okay. Und Headshot. Okay, sehr gut. Wie viel Leben haben die so? Ah, ich habe noch gar kein Spyglass. Okay. Aber wo kommen die Insekten jetzt her? Oh nein. Aber der ist fast tot, glaube ich. Ich hätte wahrscheinlich den anderen zuerst abschießen sollen, weil den habe ich zuerst gebullert, glaube ich. Oh, der hält einiges aus. Oh nö, Insekten jetzt auch noch. Das ist super nervig alles. Oh, das war kein Headshot mehr. Oh nö, die halten einiges aus. Okay. Oh ja, der eine rennt schon wieder. Okay. Wir können über alles reden. Hallo, hallo. Nein, 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 nein. Okay. Ey, 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 ey. Ihr seid stärker, als ich gedacht habe. Ich dachte, ihr habt einfach nur. Ihr seid nur schnell, dachte ich. Aber nicht stark auch noch. Können wir. Ich kann euch nicht wieder bolern. Ihr habt noch Cooldown und du machst mich kaputt. Können wir bitte aufhören? Okay, Leute, das wird nichts. Ich glaube, ich bin am Ende. Was macht der? Der backt ein bisschen rum. Gerade vielleicht kann er mich nicht hinten oder so. Oh, nö. Okay, ja, ich glaube, das war's mit uns. Ich glaube, ja. Also, er ist auch, die sind auch so schnell. Ich kann sie gar nicht richtig sehen. Also, es ist echt krass, was hier gerade passiert. Vielleicht wäre ein Schwert der Weg gewesen. Ich brauche meine Sachen gleich wieder. Scheiße. Oh, ich glaube, die waren aber low, oder? Also, Speed-Digger sind schon wie ich Speedy, muss man sagen. Okay, Glück gehabt. Ich kann Person the Grave machen. Ich krieg meine Sachen alle wieder. Ey, das ist zumindest Jackpot hier. Zack.
Und tatsächlich werden wir dieselbe Strategie nochmal machen. Ich glaube, ich habe die relativ low geschossen. Ich kann die bestimmt gleich wieder bohnen, wenn ich da hingehe. Ich mache meine Rüstung nochmal schnell heile. Und dann geht es in Runde 2. Diesmal werden wir dominieren, bin ich mir sicher. Was man sagen muss, die haben nicht super, super viel Damage gemacht. Also meine Chitin-Rüstung hat mich länger gerettet, als ich dachte. Ich dachte, ich bin direkt tot eigentlich. Also das war gar kein Ding. So, wir sind gleich wieder da. Neue Runde startet. Habt ihr Hoffnung, Leute? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich Hoffnung haben sollte, ehrlich gesagt. Aber irgendwie habe ich sie. Ich glaube, wenn ich da nicht so ganz trottelig mich angestellt hätte, hätte das wahrscheinlich geklappt. Auch so erstmal einen Akku ziehen wäre halt auch sau cool, aber ich glaube, das ist keine Möglichkeit. Weil ich glaube, die sind einfach direkt zusammen sauer. Obwohl, vielleicht kann ich einen anschießen, dann rennen auch beide auf mich zu, ne? Oh shit. Oh shit. Okay. Gerade wo ich anvisiere. So, diesmal. Ne, den zu bohlen ist so schwer, ey. Okay, der eine sieht ziemlich low aus. Der hier nicht. Ich habe kein Spyglass. Das ist halt so kacke. So, okay. Wir schießen voll drauf. Komm, den habe ich zuerst gebullert, deshalb ihn zuerst. So, der sieht gut blutig aus. Der andere ist wahrscheinlich bald wieder frei. Also der erste ist bald wieder frei, denke ich. Oh, der sieht so blutig aus. Komm schon. Bitte, geh doch drauf. Die Raptoren sind Tanks. Okay, das war's fast. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Wo rennt der hin? Er rennt weg. Du kriegst zumindest auch noch einen an die Birne. Und du rennst auch weg. Warum rennt ihr weg jetzt auf einmal? Kommt wieder, bitte. Hä, wo wollt ihr hin? Ich brauche eure Kristalle. Hallo. Ey. Ja, die haben halt gemerkt, dass ich der Endboss bin, ne? Ist klar. Kann ich. Nee, doch nicht. Okay, nochmal 600er. Oh, jetzt muss er auch jeden Moment weg sein, oder? Jetzt eine coole Pike haben. So eine Metallpike. Das wäre ein Traum. Weil man trifft die so schwer. Ist das? Ihr habt keine Chance. Okay, erstes Schwert kaputt. Ich bin auch gleich kaputt. Ich komme zu der dritten Runde dann. Ich werde wiederkommen. Die sind so tanky. Wir geben natürlich nicht auf. Das ist klar, Leute. Wir gehen in die nächste Runde. Wisst ihr, was vielleicht smart gewesen wäre, wenn ich die einfach ausgenockt hätte? Aber vielleicht hätte ich dann keine Kristalle bekommen. Das ist meistens so, dass man dann nicht die Sachen bekommt. So, die im Inventar haben und so. Also doch nochmal. Okay, nee, wir knocken sie nicht aus. Wir sind wieder da. Neue Runde. Raptor, komm her. Der ist gerade alleine, glaube ich sogar. Seht zumindest sein Freund nicht. Wo ist sein Freund? Aber das ist nicht schlimm. Ich nehme auch einen. Warum war das kein Headshot? Oh mein Gott, diesmal geht er drauf. 100%. Wie viel Leben hat so ein Raptor? Das ist nicht mehr normal. Also langsam bin ich verwirrt. Also die sind, glaube ich, unbesiegbar. Glaube ich. Ey, es sind die stärksten Raptoren der Welt. Komm schon. Komm schon. Raptor. Das ist nicht dein Ernst. Der ist Endboss. Ja, ich gehe da so wieder hin. Ohne Rüstung. Ja. Ist das ein guter Plan? Nein. Tue ich es trotzdem? Ja. Und wo ist er? Hallo, Raptor? Oh Gott. Junge, er ist auch ein Pranker. Das ist so unglaublich. Guck mal, wie viel der noch aushält. Ich brauche Spyglass. Ich habe meinen ersten Raptor down. Ich habe nicht mal so ein scheiß Kristall bekommen, glaube ich. Und ich kriege auch nicht so eine Hide. Hallo? Ne, sag mir nicht, der zählt nicht. Warum zählt er nicht? Ich wurde verarscht, Leute. Oh, doch, ich habe Speed, Blood und ich habe einen Kristall. Aber ich habe keinen Hide. Warum gibt er mir keinen Hide? Och, nö. Okay, wir haben ein großes Problem. Wir kriegen so kein Hide. Und wir brauchen Kristall. Unbedingt. Ich brauche ein Spyglass. Und ich brauche irgendeinen normalen Dino, der halbwegs stark ist, um Raptoren zu fighten. Also, holen wir uns einen Rex oder so? Erstmal, denke ich. Wir gucken mal. Okay, nee, anderer Plan. 150er normaler Petri da hinten. Und ich nehme einfach den Sattel von meinem Petri mit, den ich falsch gemacht habe. Und dann ziehen wir uns den erstmal. Oder wir nehmen den vor der Haustür. Leute, jetzt direkt. Einer vor meiner Haustür. Hä, was bist du für einer? Du bist Level 60. Level 60 ist okay für einen Start. Herzlich willkommen in der Gang, würde ich sagen. Aber jetzt nicht mit dem falschen Pfeil drauf schießen, sonst haben wir hier ein kleines Manöver schon wieder. Da liegst du? Du liegst. Nice. Das hat gut geklappt. Hier. Nimm dein Fleisch und dann holen wir damit Kristall. Da haben wir unseren neuen besten Freund, der uns jetzt über die ganze Map führen wird, glaube ich. Also, hoffe ich. Ja, okay. Noch ist er nicht schnell. Aber er wird schneller werden. Bin ich mir sicher. Oh, nach Hellon, wie cool ist das denn? Ich überlege gerade, ob wir uns ganz schnell den 150er auch noch abholen. Können wir eigentlich schnell machen? Das sind zwei Pfeile oder so. Und. Okay, sogar nur ein Pfeil. My Light Baby Mosh-Ups. Ah, du gibst mir jetzt dein Prime. Oh, die wollte ich gar nicht angreifen. Oh no. Oh no. Wir sind in der Situation. Okay, wir müssen da raus. Ich wollte nur die Mosh-Ups. Ey, Junge, sorry. Ich kaufe den Dono nehmen. Alles gut. Okay, ihr seid wieder sauer. Ja, ich merke schon. Nein, alles gut. Warte. Ich habe ihn gleich. Die Öffine. Ne. Lass euch durch. Was ein Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh no, jetzt ist es wirklich schlimm. Oh nein, jetzt ist ja auch noch Wasser. Oh no. Es eskaliert ein bisschen. Wir haben alles unter Kontrolle, meine ich natürlich. Macht euch keine Sorgen. Es läuft super. Okay.
Ja, leg dich hin. Leg dich im Wasser hin. Weg mit dir. Petri, wehr dich. So will ich das sehen. So, und da ist auch schon unser neuer Petri. Und deshalb bist du wieder out. Tut mir leid. Ich brauche Kristalle, um dich irgendwie einpacken zu können. Deshalb haben wir ein kleines Problemchen. Und du bleibst, glaube ich, erstmal hier. Oder du folgst uns. Ja, komm, du folgst uns. Oh mein Gott, hier gibt es Manticore. Okay, hier sollte ich nicht sein. Was zum Teufel? Das sah aus wie ein Platz, wo ich vielleicht Kristall holen könnte. Aber dann auf einmal habe ich Manticore gesehen. Okay, wir drehen um. Oh mein Gott, ich muss hier anhalten. Weil ich habe keine Star wieder mehr und direkt vor mir ist so ein Power Raptor und ein Cerato, aber ich sehe mich gerade nicht. Das Glück ist auf meiner Seite. Wie cool sieht es hier bitte aus? Jetzt mal ohne Witz. Wie nice ist das bitte? Ich liebe diese Map. Auch das da hinten mit dem Obelisk sieht richtig sick aus. 100 Pro geben die Dinger hier kein Kristall, oder? Kurzer Test. Doch, oh mein Gott, das sind echt Kristallsteine? Also sie sehen aus wie Kristalle, hätte man sich denken können vielleicht, aber meistens ist es ja so, dass solche Dinger irgendwie gar nichts geben und einfach nur Deko sind. Ah, das ist ja über nice. Ey, da kann ich mal einen anderen Petri einpacken. So, kommen Sie her, Kollege. Und eingepackt. Weiter geht die Reise. Vielleicht noch ein bisschen Metall mitbringen, das wäre auch noch gut. Was mir gerade auffällt, wenn ich nicht den Speed-Petri zu Hause stehen hätte, hätte ich wahrscheinlich nie wieder nach Hause gefunden. Also ich wusste null, wo ich lang geflogen bin, aber zum Glück habe ich die als Markierung und kann schnell nach Hause gehen, um mir ein Spyglass zu machen. Junge, hier ist einfach ein Dragon neben mir. So, bin ich der. Oh mein Gott, der ist sauer. Okay, okay. Speedlord heißt der auch noch. Oh no, 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 no. Oh mein Gott. Der hätte mich einfach killen können. Der hätte mich 100% killen können. Ich habe schon ein bisschen Move Speed gescaled, klar, um so ein bisschen voranzukommen. Aber ich glaube, der Speedlord-Drache wäre schon hinter mir hergekommen. Oh Gott. Ich hatte kurz Herzinfarkt. Aber nur ganz kurz. Oh, Metall mitnehmen wäre schon cool. Ich glaube, das machen wir schnell. Ich brauche einen Kühler, das dauert ja ewig. Guckt euch bitte das Gebiet hier an. Sieht das nicht wild aus? Jetzt mal ernsthaft, diese Map ist wild. Auch das hier, was sehe ich hier überhaupt? Ein Totenkopf mit Nasenhaaren einfach. Auch das hier ist doch so schön gemacht. Ist es ein Yeeling? Hier gibt es Yeelings? Erzähl mir keinen, wie cool. Oh mein Gott. Und da gibt es einfach Affen. Das ist der Harvest Lord, als ob. Der Affe ist ein Harvest Lord? Kann man mit dem so heftig farmen irgendwo? Boah, ich will da unbedingt hinkommen. Jetzt habe ich doch ein bisschen Bock, die Mod weiter zu zocken. Vielleicht nehmen wir das die nächsten Tage ein bisschen mehr in Angriff. Ey, ich habe ab und zu in Ark so komische Lags bekommen. Die hatte ich vorher nie. Und ich weiß nicht, wo die auf einmal herkommen. Also ich habe nichts umgestellt, gar nichts gemacht. Muss irgendein Update gewesen sein, was mich quält. Schon ein bisschen ärgerlich. Es gibt im Schneegebiet, gibt es Harvest an Kylos, ey. Oh, hätte ich da Bock drauf. Aber ohne Rüstung, wahrscheinlich nicht die beste Idee, oder? Und ich will unbedingt mal über diese Insel fliegen, auch wenn es vielleicht eine schlechte Idee ist, weil wenn die Drachen sind, habe ich vielleicht wieder ein Problem. Aber das sehen wir gleich. Ich weiß nämlich nicht, was hier spawnt. Alpha-Rexe? Und das sind Prime-Rexe, oder? Ja, das sind Prime-Rexe. So langsam erkenne ich die zumindest. Aber bisher gar nicht so böse hier auf der bösen Insel. Oh mein Gott, Drache, Drache sauer, Drache sauer. Ich wollte nur zum Ankylo. Entschuldigung, Mr. Drachensteuer, ich hau schon ab. Oh mein Gott. Ich mache mir doch in die Buchse. Warum sind denn überall Drachenspawns? Ich wollte nur einen Ankylo haben. Zumindest haben wir mal eben 1000 Metall mit nach Hause gebracht. Mir fehlt halt noch ein Speedkristall und Hide dazu. Und wir könnten den hier reiten, ne? Aber Hide, ich weiß nicht mal, wie man das kriegt. Ich bin gerade einmal vom Server geflogen. Ich komme wieder auf den Server und es ist Schnee bei meiner Base. Gibt es auf dieser Map einen Wechsel der Jahreszeiten? Ihr wollt mich verarschen. Es ist kalt hier und ich sterbe. Es ist einfach Schneegebiet geworden. Das ist nicht normal. Das habe ich noch nie gesehen. Was? Das ist crazy. Hier war ich gerade noch. Hier war gerade noch alles normal. Jetzt ist hier Schnee. Jetzt fliege ich zurück zur Base und es ist wieder weg. Ich bin gerade einfach nochmal gecrashed, wo ich gerade nach oben geflogen bin. Und jetzt ist es einfach wieder weg. Also Schnee ist einfach wieder gone. Man joint den Server, man fliegt wieder runter und schon ist auf einmal einfach anderes Wetter. Das ist echt wild, aber ich finde es sau cool. Ich habe einen Plan und der ist großartig. Ich werde jetzt einen Speed-Petri verprügeln, weil der wehrt sich nicht. Und dann habe ich hoffentlich Speed-Hide und habe hoffentlich den letzten Kristall. Guter Plan, guter Plan. Der hat 7900 Leben. Schlechter Plan, Marcel, schlechter Plan. Oh no, den kriege ich ja nie tot. Also schon irgendwann, aber nicht schnell. Wenn ich den Bola kann ich ihn ein bisschen anschießen und dann vielleicht, hä? Oh no, auch noch im Sumpf. Okay, okay, es ist Zeit. Das war eine Bola. Oh mein Gott, falscher Pfeil. Ich habe keine anderen... Warum habe ich keine anderen Pfeile? Wir müssen drüber reden. Over and out, warum habe ich keine normalen Pfeile mehr? Wo sind die hin? Kann ich die auch einfach so töten und krieg die Sachen? Ich weiß es nicht, das sehen wir gleich. So, ausgenockt ist er auf jeden Fall. Und jetzt prügeln wir einfach mit unserer großartigen Axt auf den ein.
Das dauert ewig. Mit Petri meine ich natürlich. Okay, das dauert genauso ewig. Aber es geht. Oh mein Gott, Headshots sind ja noch besser. Easy peasy. Gleich kommt der Moment der Wahrheit. Kriegen wir einen Kristall und kriegen wir Hide. Hide vor allem super, super wichtig. Beides wichtige Dinge. Wir haben einen Kristall bekommen trotzdem. Und Hide kriegen wir auch. Oh mein Gott, die Frage ist, baue ich das jetzt so ab? Mein Petri oder baue ich das so ab? So kriege ich recht wenig. Ich glaube, ich kriege mehr mit dem Petri. Ja. Oh mein Gott, wir können gleich Speed Petri fliegen. Einen richtig schlechten, by the way. Aber wir können einen fliegen. Wir könnten uns mal einen besseren holen eigentlich. Ich kann einfach nochmal einen auslocken. Jetzt ist das ja easy. Fliegt da einfach hin und lockt den aus. Power Rex, ey. Wie cool wäre das? Drache. Wieder Drache. Und der ist ziemlich nah bei meiner Base, glaube ich sogar. Warum sind die überall Drachen? Nee, doch nicht. Ich bin doch ein Stückchen weg. Oh Gott, der will mich immer noch. Der verliert keine Aggro. Oh, wie unangenehm. Kommt der bis nach Hause, wenn ich jetzt den wieder einlade? Warte. Ist der wieder sauer? Nee, okay. Alles gut. Die Frage ist, ist jetzt hier der Moment gekommen? Ich glaube nämlich schon. So. Das da rein. Petri Sattel. Da. Pull. Das fehlt ein bisschen Speed halt. Eigentlich wollte ich nur, dass es eine ganz kurze Folge wird. Eigentlich wollte ich immer mich so an 10 Minuten halten auf dem zweiten Kanal, weil es sonst viel zu lange dauert und ich sonst kein Video auf dem Hauptkanal hinbekomme. Und ich werde heute auch kein Video auf dem Hauptkanal hinbekommen, so wie es jetzt gerade aussieht. Ich muss halt durchziehen, Leute. Es macht halt einfach gerade so viel Spaß. Man muss auch mal Dinge tun, die Spaß machen, und das hier macht gerade sehr viel Spaß. Von daher mache ich das jetzt einfach. Ich habe nämlich eigentlich ein Video geplant gehabt über das Extra Life Event, wo super, super viele, oh Gott, das ist die Manticore-Insel, ja, wo super viele neue Sachen über Extinction und sowas preisgegeben wurden. Und ich habe mir schon ein Skript geschrieben für das Ganze. Wie ihr sehen konntet, wurde ich hier gerade ein bisschen aufgehalten. Traurig, aber was soll ich tun? Das war ein Petri. Da ist er. Schnell, Bola, bevor er wegfliegt. Okay, wurde ich gerade angegriffen oder so? Nö, die Pontos haben, glaube ich, gerade irgendwas gemacht. So, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht, was da gerade Aggro ist. Ist so ein Mikroraptor oder so? Ich hoffe, normaler. Ja, juckt nicht. Oh Gott, warum? Nein, hör auf, wegzuhauen. Ohne weghauen, ich kann dich treffen, so. Bitte, du scheiß Gockel. Ich hasse dich und deine ganze Familie, Mikroraptor, ehrlich. Ich muss dir noch einmal, es ist sehr schwer zu treffen, wenn man die ganze Zeit gehauen wird. Ich sag's so, wie es ist. So, okay, jetzt wird er mich gleich stunnen, ne? Ja, ich hasse dich sehr. Warum bist du so? Ehrlich, wir hätten Freunde sein können. Oh mein Gott, der wird mich töten. Oh mein Gott, okay. Kann er mich direkt wieder stunnen? Eigentlich nicht, ne? Oh Gott, ich will einfach nur hier Hide abbauen, bitte. Ich brauch nicht viel. Ich hau gleich wieder ab, Mikroraptor, ehrlich. Lass mich einfach gehen, bitte. Okay, ich hau ab. Ich habe einfach kurz vergessen, dass ich nackig bin. Wir haben den Sattel, Leute. Wir haben es geschafft. Ich werde mir sowas von besseren zähmen. Zur nächsten Folge, da wird sich auf jeden Fall besser gezähmt. Weil so einen teuren Sattel holen für so einen schlechten Petri ist eigentlich ein Verbrechen. Aber weißt du was? Es ging nicht anders. Und wir haben es jetzt geschafft. Und der hat 5000 Leben. Und wie schnell ist der so ohne Move and Speed? Ja. Geht so. Aber man kann von dem schießen. Kann das sein? Ich hatte gerade die Armbrust in der Hand. Nö, doch nicht. Einfach gelogen. Oh ja, so schon schnell. Ja, so schon sehr schnell. Damit kann man arbeiten. Ey, der ist richtig nice. Der ist nur Level 20 und der ist schon richtig nice. Ich will mal irgendwie Damage machen an irgendwas. Zum Beispiel an dem Kollegen hier. Okay, 27 Damage ist, geht so gut. Das ist nicht so gut, aber zur Fortbewegung ist der übel nice. Und damit würde ich sagen, das war's für diese Folge, Leute. Wir schauen uns nächste Folge die Map ein bisschen weiter an. Wir werden auf jeden Fall bessere Sachen sehen, besseren Petri auf jeden Fall am Anfang. Und dann mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas Cooles, Starkes finden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi.